Bist du Karl? Ich bin adelig von blauem Blut. Denn ich bin du und adelig von blauem Blut. Jawohl, das ist Nobitz. Das bin ich. Mein Mann war in voll und zu und meine Papi nach auf und davon. Kennst du übrigens, der Oma steht zwischen dem Freund des Hauses und dem Hausfreund? Nee, den kenne ich nicht. Also der Freund des Hauses kommt, wann er will. Und der Hausfreund will, wenn er kommt. Und die Lokume, die sind auch adelig. Und da ist auch eine von die zwei Freunde dabei. Wie das nur genau damit ist, das verrohr euch nicht. Ich so sage, wir spannen euch nicht lange auf die Folter. Drum Wittenmarsch und ein Zug für den Sketch Nachwuchs beim Grafen. Johann, haben Sie auch bestimmt nach der Hebamme telefoniert? Jawohl, Herr Graf, die Hebamme muss jeden Abend hier sein. Ich bin ja so nervös. Schließlich ist es ja mein erstes Kind. Bringen Sie mir bitte einen Sherry. Ach Johann, sehen Sie doch bitte noch mal nach, ob sie noch nicht kommt. Es ist noch nichts zu sehen. Das wird sie wohl sein, Johann. Bitte öffnen Sie. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Immer mit der Ruhe, Herr Graf. So schnell kommt das Baby nun doch nicht auf die Welt. Ich war da letzte Woche bei einer Entbindung, da habe ich... Ja, Mensch, schon gut. Jetzt gehen Sie endlich zu meiner Frau. Wer wird denn das wohl sein? Bitte, Johann, sehen Sie mal nach, wer da ist. Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott, Bobby, lieber Freund. Na, wie steht's mit dem Nachwuchs? Kann man schon gratulieren? Hallo Mucki, mein lieber Freund. Nein, leider noch nicht, aber bald wird es soweit sein. Die Hebamme ist gerade gekommen. Eine Zange. Kann ich mal eine Zange haben? Oh mein Gott. Mein Gott, ich habe gewusst, dass es Komplikationen geben wird. Johann, bringen Sie mir ein Glas zu trinken und bringen Sie Graf Mucki gleich auch eins mit. Du trinkst doch sicher einen Sherry mit mir, mein Freund. Ja, gerne, Bobby. Aber sei doch bitte nicht so aufgeregt. Du bist doch nicht der erste Mann auf der Welt, der Vater wird. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, zum Wohle, mein lieber Freund. Ich werde dir nie vergessen, dass du als mein bester Freund
und als Freund meiner Frau mir in dieser schweren Stunde so beisteht. Was machen Sie mit meiner Frau Gemahlin? Nur seien Sie mal ganz ruhig, Herr Graf. Ihrer Frau geht es prima. Ich muss nur erst mal sehen, wie ich meinen Koffer aufkriege. Johann, zünden Sie unsere Gläser. Ich bin am Ende meiner Nerven, wenn nur dieser verdammte Fluch nicht wäre. Ja, was meinst du denn mit dem Fluch, lieber Freund? Ja, das ist so. Seit Generationen ist es bei uns in der Familie so, dass bei der Geburt eines Sohnes der Vater stirbt und bei der Geburt einer Tochter die Mutter. Kannst du dir nun vorstellen, wie mir zumute ist? Siehst du, mein Freund, jetzt wirst sogar du schon ganz nervös. Bobby, alter Freund, ich glaube, ich muss dir noch was sagen. Ja, so ist das in meiner Familie. Kannst du nun verstehen, warum ich so nervös bin? Johann, bring uns noch etwas zu trinken. Du trinkst doch sicher auch noch was. Ja, gerne. Johann, schenken Sie mein Glas ganz. Johann, schenken Sie mein Glas ganz voll. Man sollte das Leben genießen. Und so leben, als könnte jeder Tag der letzte sein. Prost, mein Freund, lass uns trinken. Denn schließlich wird man nicht alle Tage Vater. Ja, ich finde es ganz prima, dass du als mein Freund mir... Ich finde es ganz prima, dass du so mit mir leidest. Du hast wenigstens Verständnis für mich. Einerseits wünsche ich mir ja gerne einen Sohn und Stammhalter. Andererseits möchte ich aber auch gerne noch einige Zeit leben. Wem sagst du das? Ich brauch mich vor den nicht spitze. Ja, der Wort ganz sicher. Das ist doch ein Stöckchen Raket mehr. Und ich dachte aber nur, Kommando 1, kräftig in die Hände klatschen. Kommando 2, fest mit den Füßen treten. Kommando 3, wer Alarm? Für unsere Schauspieler, Alarm! Ich stelle euch die vier Grazien ins Effekes für. Als Graf Bobby Christa Beck. Als Graf Mucki Birgit Tremos. Als Butler Beate Roberts. Und last but not least als Hebamme Martina Schürmann. Ja, und ein Kindchen noch sind da. Vor allen Dingen freue ich uns darüber, dass wir zwei Neulinge für den Karneval gewinnen konnten. Ich löfte es für Christa und Martina in einen extra Applaus wert. Ja.